Eine Weltchronik war ein für die Spätantike und das Mittelalter typisches Geschichtswerk, das den Anspruch erhob, die gesamte Weltgeschichte von der Erschaffung der Welt oder des Menschen über die Antike bis in die jeweilige Gegenwart des Chronisten zu schildern. Charakteristisch ist die Verflechtung biblischer und profaner Ereignisse, wodurch die Weltgeschichte als Heilsgeschichte gedeutet wird. Den Schwerpunkt der Darstellung bildeten meist die Herrschergeschichten der griechisch-römischen und der christlichen Ära. Die ältesten Fragmente einer Weltchronik stammen aus dem 2. Jahrhundert nach Christus und sind als Leipziger Weltchronik eines anonymen Autors bekannt. Die christliche Chronographie setzte vor allem mit Sextus Julius Africanus im 3. Jahrhundert ein. Weitere Beispiele für antike Weltchroniken sind die Chronik des Eusebius von Caesarea, Johannes Malalas und das Chronicon Paschale. Bedeutend sind außerdem byzantinische Weltchroniken, wie die des Georgios Synkellos und des Theophanes aus dem 9. Jahrhundert. Im 12. Jahrhundert schrieb Johannes Zonaras eine populäre Chronik. Im lateinischen Mittelalter wurden oft aufbauend auf der Eusebius-Bearbeitung des Kirchenvaters Hieronymus ebenfalls zahlreiche Weltchroniken verfasst, viele davon versuchten ihrer Zeit einen Platz im göttlichen Heilsplan zuzuweisen. Hermann von Reichenau stellte in seinem Werk Chroniken erstmals alle Jahresangaben seiner Weltchronik ausschließlich in Bezug zum Jahr der Geburt Christi. Weitere bedeutende Werke sind die Chroniken des Richard von Reims, des Vogtolf von Michelsberg und seines Fortsetzers Eckehard von Aura, des Annalista Saxo oder des Gottfried von Viterbo. Für die spätmittelalterliche Entwicklung charakteristisch sind die Werke eines Vinzenz von Bove, eines Martin von Troppau oder die anonymen Floris Temporum. Von den volkssprachlichen Chronisten fanden Rudolf von Ems, Heinrich von München, Jans der Innickel oder Heinrich Taube von Selbach zahlreiche Leser. Am Ende des Mittelalters zeugt die Schädelsche Weltchronik, die gedruckt sowohl in deutscher als auch in lateinischer Sprache veröffentlicht wurde, vom anhaltenden Interesse an dieser Gattung der Historiographie.